Es gibt ein Incentive, dass man die Cutscenes sieht. Und ich hoffe, das kommt durch. Und ich sehe einen Run. Ich sehe einen Run. Und damit wir sehen ein paar Runner, wir sehen eine Couch, wir sehen Smart Ball. So, also wenn ihr Lust habt auf ein obskures Super Nintendo Spiel, hier seid ihr genau richtig. Denn hier haben wir ein gutes Beispiel davon für einen soliden Super Nintendo Plattformer von Geiger's Blues, heute präsentiert. Das ist auch ein Runner, der so viele Super Nintendo Spiele macht und ein Speedrun vor allen Dingen. Es gibt ja immer diesen SNES Superstar Marathons, wo nur Super Nintendo Spiele gerunnt werden. Mhm. Da ist er auch mal so ein Kandidat dabei, wo er einfach mal 16 Spiele runnt oder sowas. Ist LeHawk eigentlich noch aktiv? Ich weiß, dieses Jahr war er nicht dabei, aber er ist auf jeden Fall noch aktiv. Ah, okay. Nehmen wir an, diesmal hat einfach zeitlich keine Zeit gefunden. Aber ja, das ist so ein anderer Kandidat, der einfach in jedem Spiel... Oh, ein obskures Super Nintendo Spiel. Ich gucke mal den Weltrekord an. Oh, er ist von LeHawk. Da wundere ich mich ja nicht. Das ist so, so, die Situation hatte ich schon des Öfteren. Jo, auf jeden Fall, der Run fängt gleich an. Und der Run, das Setting von dem Spiel ist recht witzig. Du spielst halt einen Schleim. Also du spielst halt einen Schleim, nicht, das ist, Schleim ist nicht der Gegner, den man aus jedem RPG kennt, sondern du spielst ihn selber. Ich glaube, da gibt es tatsächlich aktuell einen relativ aktuellen Anime. Ich gucke kein Anime, der dieses gleiche Setting hat. Naja, auf jeden Fall, der hat schon den ersten Tod mitgenommen, wie ich gerade sehe. Okay. Ansonsten für sich sonst relativ Standard-Plattformer. Ja? Stirbt es sich denn hier leicht? Was sagst du? Stirbt es sich denn hier leicht? Also es gibt halt ein paar Instant Deaths, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht das Spiel, das bekannt dafür, dass es schwer ist. Okay. Was aber ganz interessant ist, also man sieht ja, das Spiel ist direkt ins Spiel reingestartet und das ist tatsächlich nicht so gedacht gewesen, weil das Spiel ist, in der japanischen Version ist das ist ein komplett anderes Spiel so ein bisschen. Also diese Stages gibt's auch, aber das Spiel hat einfach eine Story in dem japanischen und die ist komplett rausgekartet worden in dieser amerikanischen Version, die hier gespielt wird. Was? Und genau, es gibt keine Intro-Cutscene, es gibt quasi keinen Text. Hier haben wir jetzt gerade mal einen Bosskampf, aber da kann ich später nochmal drauf eingehen. Genau, es gibt quasi keinen Text und in jeder Welt gibt's eigentlich auch eine Stadt. Und da kann man mit Leuten interagieren. Die ist einfach komplett rausgekattet aus dieser Version. Es gibt keine Stadt hier. Also es ist quasi die Speedrun-Version, kann man so sagen. Weil Story gibt es einfach nicht in diesem Spiel. Du erfährst nicht, warum du ein Blobs namens Jerry bist. Aber ja, das würdest du alles in der japanischen Version erfahren, die dann auch eine Fan-Translation natürlich bekommen hat. Genau, beim Japanischen heißt das Spiel dann eigentlich auch Jelly Boy, beziehungsweise Jerry Boy, weil da vertauschen die ganz gerne einfach mal R und L. Deswegen heißt das Spiel Jerry Boy, deswegen heißt der Hauptcharakter auch Jerry. Und weil sie sich gedacht haben, das ist witzig, der Bruder, den man hier retten muss in dem Spiel, der heißt Tom. Also Tom und Jerry. Ja, da haben sie gedacht, wir sind ganz witzig. Und ich dachte auch, es wäre erst ein Witz, aber nee, das ist tatsächlich so. Das steht da drin. Denn man wurde hier in einen, genau, man ist irgendwie der Prinz und wurde in einen Schleim verwandelt. Ich glaube, kurz vor der Hochzeit oder sowas, weil der Bruder irgendwie neidisch war. Genau, und jetzt muss man den Bruder vom bösen Zauberer, ich glaube, der heißt tatsächlich einfach nur böser Zauberer. Den muss man von dem bösen Zauberer retten. Das ist so ein bisschen die Story. Ansonsten, genau, Plattformer kann man mal ein bisschen aufs Spiel eingehen. Sieht relativ Standard aus, wir haben aber Fähigkeiten an Wände zu kleben. Oder, genau, wir können angreifen mit, indem wir uns einfach ducken, interessanterweise, dann dehnt man sich aus. Oder indem man nach oben drückt, dann dehnt man sich nach oben aus. Man kann aber auch so Munition einsammeln, diesen Blumen, auf die er hier manchmal geht. Dann kann man Leben wieder bekommen oder hier einen Ball einsammeln, den kann man dann als Schusswaffe quasi benutzen, als Munition. Oder es gibt auch den Iron Ball, den sammelt er passend gerade ein. Und den kann man sehr, sehr gut für Bosse benutzen, wie man jetzt hier sehen wird, weil das ist eine Schusswaffe, die kannst du wieder einsammeln. Und theoretisch ist hier ein One-Cycle möglich, aber das ist sehr, sehr, sehr präzise. Deswegen, das wird wahrscheinlich hier nicht hin. Aber genau, das ist hier gerade ein Bosskampf. Die Bosse sind relativ schnell besiegt, wenn man weiß, was man macht. Genau, jetzt kommt der zweite Cycle und dann wird dann der Iron Ball wieder benutzt, den man einsammeln kann. Es gibt auch noch ein paar andere Waffen, aber die kann ich dann erwähnen, wenn sie reinkommen. Was noch ganz interessant ist, genau, ich habe ja schon ein bisschen über das Setting von dem Spiel geredet. Das Spiel ist produziert von einem kleinen Publisher, vielleicht kennt man ihn, und zwar Game Freak. Das ist also ein Spiel, was sie gemacht haben, bevor Pokémon existiert habe, haben die solche Spiele gemacht.
mit dem Setting halt auch, dass es ursprünglich tatsächlich nicht ein Plattformer werden sollte, sondern ein RPG, wo du einen Schleim spielst. Da ist ein bisschen was passiert in der Produktionszeit, und um es halt billiger zu machen, haben sie gesagt, wir machen einen Plattformer draus, beziehungsweise, ich glaube, ein Action-RPG sollte es werden, glaube ich sogar. Ziemlich interessant auf jeden Fall, die Story von dem Spiel. Es gibt ja über die Level verteilt immer wieder diese Buchstaben. Was bringen die? Ach genau, die Buchstaben. Das sind die buchstabieren Jerry, falls man da aufpasst. Kann man ein bisschen vergleichen mit den Buchstaben aus Donkey Kong Country, wo man die Kong-Buchstaben einsammeln kann. Das gibt so ein bisschen Replay-Value sozusagen. Hier haben wir ganz selten mal einen NPC, der redet, aber es kommt keine Textbox. Das ist, finde ich, auch sehr. Da ist einfach der Textbox rausgeschnitten. Das ist schön. Genau. Was die Buchstaben aber sonst noch machen, die sind quasi Checkpunkte. Das ist der Grund, warum er sie auch hier einsammelt. Wenn man sterben würde, irgendwo würde man beim Buchstaben wieder spawnen. Teilweise sind sie natürlich auch einfach am Weg. Wie jetzt hier direkt vor der Tür. Aber genau, wenn er jetzt irgendwo sterben würde, würde er bei dem E-Buchstaben oder beim letzten eingesammelten Buchstaben wieder spawnen. Also Checkpoints. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwas bekommt, wenn man alle einsammelt. Wahrscheinlich ein Leben, wie ähnlich wie bei Donkey Kong, aber ich rate da gerade auch nur. Das ist schon krass, was das so für eine Geschichte hat. Unterschiede, besser gesagt. Genau, das ist selten, dass so Spiele in japanischen und amerikanischen so unterschiedlich sind. Es gibt mal einen anderen Namen, es gibt mal einen anderen Titlescreen. Es gibt mal gewisse Zensierungen in solchen Spielen, gerade auf dem Super Nintendo. Aber hier ist es schon erstaunlich, dass sie so viel einfach die Story rausgenommen haben. Und das liegt nicht, dass sie keine Zeit haben, das zu übersetzen. Es ist auch nicht so viel Text. Es ist einfach eine Entscheidung von denen gewesen. So, jetzt haben wir schon den nächsten Boss. Da benutzt er jetzt auch einfach seine Bälle. Schusswaffen sind sehr gut in dem Spiel. Und die Bosse haben einfach so gut wie keine Iframes. Keine Unbesiegbarkeitszeit in diesem Spiel. Deswegen sind die einfach sehr schnell besiegt in diesem Spiel. Gerade im Speedrun. So, und jetzt haben wir genug von der Erde. Jetzt fliegen wir erstmal ins Weltall, weil warum nicht? Wir sind schließlich ein Schleim und der landet einfach im Mond. Das ist sehr schön. Deswegen sind wir jetzt auf dem Mond. Das ist so eine Stage, da zeigen sie, was sie mit der Super Nintendo machen können und benutzen diesen gewissen Mode 7. Man hat ihn schon mal gehört. Und deswegen gehen wir jetzt hier in einem Kreis auf diesem Mond. Und natürlich Hasen auf dem Mond. Natürlich die Space Bunnies. Ich meine, da war irgendein japanischer Wortwitz drin versteckt, warum Hasen im Weltall sind. Deswegen sind auch so Hasen bei Mario Galaxy unterwegs und sowas. Ich meine, da die Japaner lieben ihre Wortspiele. Ich glaube, da war irgendwas drin. Genau, und das war der Mond. Jetzt gehen wir in den Mond rein, weil warum auch nicht. Und ich glaube, das wäre jetzt auch der Moment, wo die Stadt dann kommen würde, zwischen Level A und B. Kommt dann immer die Stadt, die gibt es natürlich jetzt hier wieder nicht. Und jetzt sind wir im Mond. Ich meine, hier gab es auch nur einen Bosskampf. Hier sammelt man sich nochmal ein paar Sachen ein und den gewissen Eisenball, der ist wieder aktiv. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich garantiert, dass jetzt ein Boss kommt, eine Sternkonzentration, und das war der Boss. Nett. Wie gesagt, wir halten uns jetzt nicht großartig mit denen auf. Hat er eine zweite Phase? Ich weiß es nicht. Ja, der hat eine zweite Phase. Gut. Und dann war das auch die zweite Phase. Es hat jetzt auch nicht viel länger gedauert. Genau, die Story von dem Spiel ist tatsächlich noch nicht Ende. Also es geht noch ein bisschen weiter. Und zwar war lange, genau, ich glaube in irgendeinem Magazin war Jerry oder Jerry Girl irgendwann mal geteasert. Das kam nie raus. Das wurde mal geteasert, aber kam nie raus. Aber tatsächlich war ein Jelly Boy 2 in der Mache und wurde auch dran gearbeitet und wurde auch komplett fertiggestellt. Wurde dann aber nie released, weil ja, das Spiel ist gepublished von Sega. Und da gab es so gewisse Dispute, weil da gab es ja Kontroversen mit, dass Nintendo die, da war ja, was haben, wollten die machen? Die Nintendo PlayStation wollten die ja machen. Ja. Und dann gab es da ein bisschen Streit und dann das Ergebnis davon war, dass Jelly Boy 2 einfach nie released wurde, obwohl komplett fertig war. Man munkelt da so ein bisschen, dass man da eventuell im Internet was finden kann, aber das weiß ich nicht. Wir mal suchen, spaßhalber. Also ja, ich wollte jetzt noch nicht sagen, dass man da was runterladen kann, aber...
Und man meint, im Internet ist da was gelandet von dem Spiel. Habe ich aber selber nie gespielt, den zweiten Teil. Das habe ich jetzt auch kurzfristig erst erfahren, dass es das gibt. Ich sehe gerade ich höre gerade nebenbei so ganz, ganz leise den Restream und ich sehe, dass sie ja gerade auch über die japanische Version reden. Das ist schön. Ja, das ist schon ein sehr eigenartiges Spiel, was diese Story da betrifft. Ich weiß nicht, ob es ein zweites Spiel auf dem Super Nintendo gibt, was leider doch so interessant ist. So, auf jeden Fall Wasserwelt hier. Da sind wir gleich auch, glaube ich, schon durch. Wir sammeln das Y ein, das heißt meistens, wir sind gerade bei der B-Stage, einmal kurz vom Boss. Und dann haben wir hier einen Pinguin, weil warum auch nicht? Ja, der sieht gut genährt aus. Was soll man bloß nicht suchen nach Jerry Boy 2? Soll man auf keinen Fall. Also nee, man kann da ruhig noch suchen, warum nicht? Was soll es da geben? Genau, das war der Pinguin, der sich schön fein ausgeputzt hatte. Ach genau, in der Wasserwelt, wo wir gerade waren, was da rausgekattet wurde, weil wo soll unter Wasser eine Stadt sein? Okay, man könnte jetzt so an was Atlantis denken oder so, aber da haben sie eine Stadt rausgekattet, die ist einfach in einem Wal drin, ne? ETF? Ich meine, 5a beendest du auch, indem du in einen Wal reingehst, aber der ist dann einfach nie zu sehen. Also man kann schon sehen, dass da irgendwie was, das nicht ganz hundertprozentig stimmt vielleicht. Genau, ansonsten zum Speedrun auf jeden Fall ein relativ Standard-Plattformer. Später haben wir nochmal hier und da einen Skip. Wir sammeln jetzt hier gerade auch passend dazu den High Jump ein. Das habe ich noch gar nicht drüber geredet. Das ist ein anderes Power-Up, was man einsammeln kann. Das kann man auch schießen, aber dann ist es direkt weg. Ansonsten haben wir jetzt aber hier die Fähigkeit, dass wir einfach höher schießen. Das ist tatsächlich bei dem Eisenball genau der Gegenteil der Fall. Das ist halt eine gute offensive Waffe, aber du springst nicht so hoch. Und der High Jump natürlich super nützlich. Gerade um irgendwelche kleinen Abschnitte zu skippen oder für Platforming, weil die normalen Gegner muss man größtenteils ja einfach nicht besiegen in dem Spiel. Seine offensiven Sachen, gerade die auch normalen Schüsse, auch die roten Helden. Hier steht auch Schild, Town, wie man gerade sieht. Man sieht also, keine Town. Ja, aber die Town, die ist halt nicht da. Man hat mich gerade auch gewundert tatsächlich, dass der Typ mit der Fackel nackt war. Das ist nämlich genau so was normalerweise in amerikanischen Versionen zensiert wird. Da wird Leuten einfach generell mehr angezogen. Das kennt man völlig aus Final Fantasy Spielen oder sowas. Wo es dann teilweise quasi nackte Gegner oder Gegner im Bikini gibt. Und in der amerikanischen Version haben die dann auf einmal ein ganzes Outfit an. Das ist normalerweise so die Sachen, die geändert werden. Oder dass hier und da mal ein religiöses Symbol entfernt wird. Das war damals nicht so gern gesehen. Genau, High Jump hier immer noch aktiv, deswegen kann man hier relativ. Man sieht, die Sprunghöhe ist schon ziemlich erstaunlich. Und wenn man das jetzt einmal schießen würde, dann wäre das sofort weg. Das wollen wir nicht machen. Das weiß gar nicht, ob er das hier macht, um es für einen Schuss zu benutzen bei dem Boss. Ne, ich glaube, er benutzt tatsächlich eine High Jump, wie er ist, einfach um höher springen zu können und in der Luft anzugreifen. Sind sie aber gerade nochmal tot mit. Ja. Ja. Aber das ist, wie gesagt, der. Oh, er hat den Y-Checkpunkt nicht gehabt. Aber das zweite R hat er eingesammelt, da sind wir direkt gespawnt. Jetzt sind wir an der Stelle ohne High Jump, das ist zum Beispiel nicht so schön. Man sieht, jetzt muss er hier ein bisschen. Naja, gut, er hat sich da durch die Stacheln gedamaged boostet gerade durch, das geht natürlich auch. Nimm noch einen Tod mit. Wieder gestorben. Ja. Marathon-Runs, da muss man sowas mitnehmen. Kann passieren. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was seine normale Zeit ist. Den Weltrekord hält er mit, was war das, 17 Minuten 3 oder sowas. Deswegen, da hat er ungefähr 3 Minuten Puffer. Aber er hat ja schon ein paar Tore mitgenommen. Also es wird wahrscheinlich nah an die 20 Minuten rankommen. Würde ich gerade einfach mal behaupten. Aber da ist der Boss auf Besicht. Ja. H7A. Genau, das Spiel hat, ich meine, 10 Welten waren es. Wir sind jetzt in Welt 7.
Und hier gibt es gleich irgendwo einen Skip. Ich muss gerade mal selber gucken, wo der war. Aber hier skippt man irgendwie das halbe Level. Indem man irgendeine Art Damage Boost macht. Bin ich mir gerade aber nicht mehr genau sicher, wo das passiert. Ich meine, er hat es wahrscheinlich schon gemacht und ich habe es übersehen. Das kommt mir gerade so vor. Kann passieren. Ah, hier ist der Crab Jump, genau. Auf dieser, das sieht so unscheinbar aus, aber genau, er springt auf diese Krabbe und eigentlich sollst du da in eine Tür gehen und dann hast du da einen ganzen, noch einen kleinen anderen Zeitbereich und kommst dann da oben raus. Aber du kannst einfach auf diese Krabbe raufspringen und skippst damit einfach das halbe Level. Ich hab's nicht verpasst, das ist schon mal gut. Das sieht auch sehr unscheinbar aus, auf jeden Fall. Aber es gibt relativ wenig Skips in dem Spiel, auf jeden Fall. Hier und da kannst du mal einen schönen Damage Boost machen. Kommt später auch nochmal was. Aber es ist schon recht relativ normaler Plattformer. Man kann sich da ein bisschen zusammenreimen, was er da gerade spielt. Wenn man sich ein bisschen mit Plattformen auskennt. Deswegen, das Spiel ist halt absolut. Ich meine, die haben so viel geändert in der amerikanischen Version. Es ist tatsächlich auch einfach gefloppt im Markt. War dann doch nicht besonders genug. Kommt doch nicht aus dem Wasser raus. Okay. So, dann haben wir den nächsten Boss, großer Fisch. Aber da kann man einfach runtergehen, das ist natürlich ziemlich cool. Du sollst ihn natürlich einfach von da oben besiegen, aber er schießt ihn einfach von da unten ab. Das ist ziemlich cool. Er hat auch eine zweite Phase. Ich weiß nicht, was sie sich bei den Bossen gedacht haben, aber sie waren auf jeden Fall kreativ. Ja, definitiv. Das ist einfach eine halbtoten Fisch als Boss nehmen für die zweite Phase. Das ist auch ziemlich cool. Die Leben sammelt er sich schon gar nicht ein. Traurig. Braucht den gar nicht mehr weh. Er hat auch 8 Leben gebunkert, also es sollte jetzt nicht so das Problem sein. Also das Spiel ist wirklich kreativ. Das muss ich jetzt sagen. So, dieser Werfergegner, hat was. Das ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall seinen japanischen Charme, dass sie da sich getraut haben, eigenartige Gegner zu nehmen. Und mich interessiert wirklich, was daraus passiert wäre, wenn das jetzt ein Action-RPG geworden ist. Also, keine Ahnung. Ob das ähnlich geworden wäre vom Design oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, die haben dann sich irgendwann gedacht, hier kann man mal High Jump das halbe Level skippen. Mhm. Genau, haben sich dann gedacht, oh, wir machen lieber einfach einen Plattformer drauf, das ist weniger Arbeit. So nach dem Motto. Genau, ich glaube, jedes Level startet er auch nur mit 2 Herzen. Er sammelt sich meistens immer ein Upgrade ein, glaube ich. Oder generell einfach nur Heilung. Da muss ich nochmal drauf achten. Genau, jetzt hat er 4 Herzen, das meine ich. Genau. Da gibt es in jeder Stage quasi ein Upgrade und. Das musst du nicht einsammeln, aber es macht es natürlich sicherer. Und teilweise sind sie wirklich auf dem Weg. Allerdings bis zur nächsten Stage oder bis zur nächsten Welt verliert man das auch schon wieder. Ist nicht so ein permanentes Upgrade. Mhm. Ich stelle jetzt eben den Stacheln und die Gegnern. Ein Koch, der Messer wirft. Okay, das gilt auch. Ja, weiß ich nicht, was das ist. Genau, jetzt haben wir hier irgendwie so ein Gebiet, wo Menschen unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das Schloss. Aber hier kommt eigentlich auch eine riesengroße Cutscene und die erklärt irgendwie die Story so ein bisschen. Und hier, aber jetzt, wir schweigen einfach. In der amerikanischen Version wird einfach geschweigt und die gucken sich ein bisschen an und du denkst, dein Spiel ist gesoftlocked. Und irgendwann geht's dann weiter, aber. Und genau, die ganze Szene ist, glaube ich, nur ein Traum. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Genau, der Zauber macht irgendwie eine Illusion. Und dann muss man sich hier so einen großen bösen Schleim besiegen anscheinend. Keine Ahnung. Der große Schleim zieht vielleicht die Fontane. Er slidet einfach aus dem Screen. Sehr schön. Hier gibt es einen Damage Boost, indem man da die man nimmt die Stacheln damit und kann dann direkt wieder da hochspringen, anstatt da einmal komplett im Kreis zu gehen. Gibt auch sehr viel. Gegnerdesigns erinnern an Kirby. Ich meine, der Artstyle ist halt so ein kindlicher Artstyle. So ein sehr
runder, cartoony Artstyle. Das kommt ein bisschen an die Super Nintendo oder an Funpack ran, würde ich sogar ein bisschen sagen. Okay. Es wurde nicht gebohrt, Snake. Ah, okay. Gute Besserung, mein Lieber. Mal gucken, ob er Angst vor dem Boss hat, weil mittlerweile hat er sich schon 5 Herzen eingesammelt, ja? Und wie gesagt, in jeder B-Stage kommt hier auch ein Boss, das heißt, hier kommt gleich wieder einer. Das müsst auch genau, hier sind wir schon beim Endboss übrigens. Ja, dachte irgendwie, da kommt noch eine Welt. Aber nee, das ist der Endboss. Der sieht jetzt auch nicht mehr aus als die anderen, wenn man das sich mal so anguckt. Das Gute ist, er hat hier den High Jump. Wenn du den High Jump nicht hättest, dann könntest du da halt gar nicht hoch. Und dann würde der Boss wesentlich länger dauern. Aber da du den High Jump hast, kannst du einfach da hochspringen und dem Boss halt Schaden machen. Der braucht 3 Treffer und dann geht er in die zweite Phase und dann kommt eine Cutscene, beziehungsweise kommt keine Cutscene. Sie starren sich nochmal ein bisschen an. Das ist so merkwürdig. Ja, es ist so merkwürdig. Warum haben sie denn nicht auch die Cutscene rausgenommen? Naja, wir haben nur den Text rausgenommen. Und dann braucht er nochmal 3 Treffer. Und bevor der wirklich was machen kann, war es das schon. Und weil er kommt halt einfach nicht runter. Und das ist Time, genau. Ja. Knapp über dem Estimate. Aber hier und da ist er dann doch mal gestorben. Und das Estimate war ein bisschen knapp besetzt wahrscheinlich. Ja. Ja, aber das aber war Smart Ball. Ja, die hatten ihren Spaß. Jerry hat sich wieder in seinen Prinz verwandelt. Und alle sind happy, beziehungsweise sie reden wahrscheinlich. Ne, reden sie hier am Ende miteinander? Nee, ich glaube, ja, auch hier hat es ihnen die Sprache verschlagen. Ja, die Story muss man sich im Amerikanischen einfach selber rein interpretieren. Da ist auch Tom. And contains flashing imagery. Also jetzt flackert es gleich ein bisschen. An alle, die das interessiert. Ach ja, die Credits, die sind einfach so mal schwarz-weiß. Weiß nicht, warum das so gemacht ist, aber ja. Okay. Dann denkt der Brötchenmann für das Spiel Comic. Wenn er sicher sein durfte. Folgt dem guten Jungen, vor allem wenn es um SNES-Spiele geht, weil ich glaube, du bist auch irgendwie dabei, dich durch die SNES-Spiele-Bibliothek durchzuarbeiten. Genau, das ist so mein Ding. Deswegen kenne ich mich auch, habe ich das Spiel auch selber gespielt, weil mein Ziel ist so ein bisschen alle Super Nintendo-Spiele zu spielen. Und wenn ihr obskure Spiele sehen wollt, beziehungsweise ja, alles, was die Super Nintendo zu bieten hat, die ganze Bandbreite, dann könnt ihr mal vorbeigucken. Ansonsten wünsche ich euch noch hier viel Spaß mit dem restlichen Marathon und mit dem Restream. Und ja. Wir haben jetzt für den nächsten Run keinen Hauptkommis. Ich nutze die Gelegenheit, die sich jetzt bietet, um mir gleich Mittagessen zu machen. Weil ansonsten habe ich keine Chance dazu. Und deshalb werde ich gleich den Mainstream lauter machen, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Die Content-Warnung ist nicht neu, Sakura. Die gab schon die letzten Events. Und die aber auch nicht verkehrt, dass die mit eingebaut worden ist. Wir machen Community Interaktion. Hab ich auch im Schedule ausgewiesen, wann wir das mal machen. Ich meine zu Katamari Forever, dass ich das da eingeplant habe. Halt Community Talk. Ich weiß nicht, ob Veni überhaupt die Zeit hat, aber ja, er hat eben schon, muss noch in Commentaries vorbereiten. Danke dir, Timba. Aber ja, das war Smart Ball.